Guten Tag. Meine wunderschöne Frau ist schwanger und wir haben für nichts Zeit. Wobei wir sehr glücklich sind. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich erledigen muss. So viel zu tun vor der Ankunft meiner Prinzessin. Wir wissen nämlich zu 100%, dass es ein Mädchen wird. Wir haben ein kleines, schnuckeliges Häuschen für uns drei gekauft. Nur muss dieses ordentlich ausgeräumt werden. Das Kinderzimmer muss ja auch irgendwie aussehen. Ich hoffe, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Kaufe bitte auch alles Nötige für das Kinderzimmer. Markus, ich bin sehr froh, dass du auf mich zugekommen bist. Denn ich bin ja ein absoluter Innenarchitektionsprofi, Alla. Das bedeutet, ich bin auf jeden Fall genau dein Mann. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass deine Princess, Alla, da einen richtig schönen Palace bekommt. Ja, so wie Bibi. Denn ich bin Kartu de Kalle Kuschinski und ich pimp dein Haus, Alla. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimp dein Haus. Damn right. Alla! So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier für Familie Seifert auch den Laden so ein bisschen auf Vordermann bekommen. Und das Kinderzimmer, das werden wir natürlich am Ende dann wieder uns ganz besonders natürlich vornehmen, Alla. Dann gucken wir einfach mal rein. Ja, ist ja schon direkt dirty hier. Was ist hier denn los, ey? Habt ihr mal eine Party gefeiert oder was? Alla Schwede, Alla! Was ist hier denn los? Ihr wohnt ja wie die Messis. Das ist ja nicht mehr schön. Hier wieder komplett raufgeschissen auf das Sofa. Und hier richtig Dünnpfiff gehabt, oder was? Eieiei, auch hier alles voll gekackt und zugeschissen. Ich meine, der Zustand des Hauses ist ja jetzt schon nicht nice. Ist natürlich jetzt die Frage, wohnt Familie Seifert jetzt hier schon? Oder ziehen die erst ein und da hat vorher ein Herr Müller gewohnt? Wir alle wissen ja, wer Herr Müller ist. Eine eigene Werkstatt voller Herr Müllers. Ah, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal erstmal den Putzlappen rausholen. Ah, und das hier wird wahrscheinlich das Kinderzimmer. Das erkennt man auch sehr gut an der bunten Lampe. Das soll wohl das Kinderzimmer werden. Da sehe ich auf jeden Fall einiges, was wir hier noch ändern können. Dann werden wir erstmal schön den Wedel rausholen und hier erstmal schön durchwischen. Bevor wir durchwischen, müssen wir natürlich die ganze Scheiße erstmal wegräumen. Zack, Müll. Alter, wenn das zu Hause so schnell gehen würde. Mit dem Aufräumen, ich sag's, wie es ist. Einige die Beschmutzungen, das bedeutet, jetzt nehmen wir den Turbo-Mob hier mal in diese Hands, Alter. Da wird auch schon direkt gemobbt. Mobbing am Arbeitsplatz, nicht wahr? Hier nehmen wir wieder unseren Turbo-Wischer hier für die Scheiben. Und ab dafür, Abfahrt. So, das sieht ja schon wieder nach Menschlichkeit aus. Ja, den Laden haben wir dann erstmal, glaube ich, hier zumindest... Nee, da ist noch mehr Beschmutzung. 62%, das heißt, hier ist noch irgendwas dirty. Ach, die Fenster muss ich noch reinigen. Ah, steht ja sogar da, ich Vollidiot. Lern doch mal lesen, Kuschinski, Alla. Wieder mit dem Turbo. Was ist das denn? Lol, ich... What? Ich kann den ganzen Shit hier verkaufen? Wusste ich gar nicht, dass ich so ein Gegenstand-Verkaufungsgerät habe. Müsste ich einfach das Inventar verkaufen und alles neu machen. Aber machen wir erstmal wieder sauber. Aber hier ist noch mehr Dreck. Aha, Schmutz, den man gar nicht sieht. Man hat es gerade nochmal gesehen in der Anzeige oben, ja? Da musst du auch einfach mal drüber wischen, wenn du eigentlich das Gefühl hast, ist schon sauber, die Scheiße hier. Ich bräuchte so eine Infrarotbrille, dass ich dann immer so den Shit sehen kann, Alter. Too dirty to clean my after. Wir machen unsere Arbeit anständig, verstehst du das? Hier wird kein Korn liegen gelassen oder was, Staub-Dings. Den Laden haben wir erstmal sauber gehalten. Das bedeutet, weiter zum nächsten Raum. Hier die ganzen Wände, alles schmutzig. Sieht ja schon fast aus wie Schimmel. Wenn hier ein Kind reinkommen soll, dann muss hier alles sauber sein. Verstehst du das? So, Badezimmer. Ekelhaft. Selbst Andreas würde sich hier schämen, Alter. Nein, das hält deine Schnauze! Boah, das ist richtig Schimmel. Da muss ich dreimal, viermal drüber. Bäh. Also wir haben jetzt hier einfach nur drei Räume geputzt. Einfach nur sauber gemacht und den Müll rausgebracht. Und wir haben jetzt schon 1777 Dollar verdient. Euro, Dollar, Dings hier, Geld. Ich bin eine ziemlich teure Putzkraft. Aber deswegen sehe ich auch so fancy aus. Verstehst du das? With cash money in the bank, Alter. Mach das Bett. Weiß ich nicht, ey. Das riecht hier richtig nach Sexualität. Ich will doch nicht deren Erlebnisse hier sauber machen, ey. Aber gut, wenn ich bezahlt werde, warum nicht? Wir lassen den Seifert hier in ihren eigenen Rollen so ein bisschen auch mal selber kreativen Lauf. Wir haben ja den Auftrag, das Kinderzimmer zu pimpen, Alter. Und da werden wir uns natürlich auch gleich drum kümmern.
Vorher müssen wir nochmal putzen. Ist natürlich ein Härtefall. Hier ist ordentlich Dirt. Und den werden wir auch gleich verkaufen. Den Schrank brauchen wir nämlich nicht. Für 200 kann ich den kaufen, wenn er dreckig ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich den jetzt nochmal sauber mache. Und nochmal ein bisschen aufpoliere, Alter. Nochmal ein bisschen hier und nochmal ein bisschen da. Ist der dann mehr wert? Nee. Aber ich bekomme mehr Geld, weil ich geputzt habe, oder? Wir spielen hier keinen Diebstahl-Simulator? Член возьму, член твой. И оторву нахуй. Просто ты... Я, блядь, сука. Sollen jetzt der Hass, Alter. Wischi, wischi, wischi. Ich fahr gern Mitsubishi. Oder Suzuki. Gegenstand anbringen. Okay, es gibt also Gegenstände, die wir definitiv hier einbauen müssen. Sonst wären wir nicht gepaid. Leute, wir müssen jetzt hier wieder auf die Tablette. Gehen in den Shop. Es gibt das Kinderbett Fichte mit Ausfallmöglichkeit. Das Baby könnte nochmal rausrollen irgendwie. Und natürlich hier den Käfig, ne? Das Tiergehege. Ich denke mal, wir nehmen mal einfach das mit Risiko. Gucken wir mal. Zack. Dann stellen wir es hin. Ah, das war jetzt nicht das richtige Kinderbett. Also wir gehen jetzt nochmal auf Betten. Holen jetzt hier das Tierkäfig-Ding. Kann man das irgendwie noch pimpen? Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich würde sagen, hier schön in Türkis und mit unten braun. Direkt unterm Fenster, falls mal ein Vogel reinkommt, finde ich nicht schlecht. Regal Kall? Was ist Regal Kall, Alter? Ach so, hier so ein Kall-Regal, ne? So ein Kalle-Regal. Ja, ja. Das haben sie jetzt nicht in Türkis, aber das gibt's hier schön in schön Pissgelb. Finde ich super. Geil, und da geht sogar auch der Preis mit hoch. Das heißt, ich investiere hier irgendwie in Huni, Alter, und bekomme gleich wieder Money, weil ich natürlich den Auftrag... Das ist unbelohnt. Belohnt. So, Wackelkommode. Wickelkommode, Alter. Würde sagen, machen es hier direkt neben dem Bett. Das heißt, man kann die Scheiße hier rausheben, die Scheiße hier rauflegen, dann die Scheiße abwischen, Alter, und in den Müll schmeißen. Das heißt, wir müssen noch Mülleimer kaufen. So, was brauchen wir noch? Ein Sitzkissen? Schön, hier nehmen wir Steckdose, damit er es auch richtig schockt, ne? Schockisell. So weit, so gut. Das ist jetzt also erstmal das Kinderzimmer. Wir haben das Kallregal, wir haben den Schrank, der sowieso schon drin war. Wir haben den Scheißetisch, wir haben ein Kackbett und zwei, ja, Sitz... Ersche, ja, so. Das heißt, jetzt wird natürlich hier der Laden erstmal gestrichen. Leider dürfen wir uns da nicht so kreativ ausleben. Geht hier natürlich auch ein bisschen um unser Business, ne? Die Aller Ultras GmbH will ja auch Geld verdienen. Deswegen müssen wir hier natürlich uns ein bisschen auch an die Vorschrift halten. Damit sind wir theoretisch jetzt mit dem, was wir machen sollen, fertig. Ja, haben den ganzen Bums jetzt hier gestrichen, die Möbel eingebaut, aber jetzt fangen wir erst richtig an. Das heißt, wir würden jetzt theoretisch mit 4.678 Dollar und 80 Centerinos hier aus der Hütte rausgehen. Muss sagen, für den Job, den wir hier geleistet haben, ist das auf jeden Fall auch schon ordentlich. So, was braucht so ein kleines Kind? Ist natürlich dann direkt die nächste Frage. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der Beleuchtung an. Hier sollte auf jeden Fall ordentlich orientalischer Flair mit rein, ja? Zack, da kommt noch eine Lampe hin. Durch jede Ecke kann auch noch eine. Und das Gute ist, wir brauchen die an der Decke eigentlich gar nicht mehr. Das hat was, verstehst du das? Das hat was. So eine Couch als Scheik-Alarm, die würde ich auf jeden Fall sehen. Falls Bibi dann mal die Freunde oder den Freund einlädt, ne? Dann kommt hier direkt daneben nochmal so eine erotische Lampe. Und dann wird's auf jeden Fall hot in the building. Ich will diesen Schrank eigentlich gar nicht hier drin haben, bin ich ehrlich. Also da ich ihn nicht verkaufen darf, ich stelle euch den jetzt hier einfach rein. Ich stelle euch den einfach hier hin, okay? Was von Anfang an halt klar sein muss, das ist hier auch eine Einrichtung, die in die Zukunft geht, ja? Das bedeutet auch hier natürlich die obligatorische Fab-Rolle direkt am Sofa dran. Da kann man schön an der Seite weg, während man dann irgendwie... Also ich meine ja nur, da kann man auf jeden Fall sich bedienen, ja? Da werden wir noch einen kleinen Hinweis anbringen. Zum einen... Hier natürlich so einen kleinen Amor noch drüber, damit man auch weiß, hier geht's um Liebe. Und was wir außerdem jetzt noch gemacht haben, wir haben hier oben so eine kleine LED-Lampe angebracht. Ist ganz interessant. Man stellt sich einfach an die Tür, richtig lässig. Machst du dann... Klick. Zack, hast ein Spotlight direkt auf die Fab-Rolle. Leute wissen Bescheid. Aha, da kann ich mich bedienen. Ich habe leider gerade festgestellt, dass dieses Kallregal kompletter Trash ist. Wir müssen ein bisschen justieren, Leute. Ist leider so. Leute, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein richtig schönes Sideboard irgendwie hinzustellen. Leute, wir brauchen hier nochmal... Da hat irgendjemand gerade bei Twitch reingesubbt. Danke. So, weiter am Text. So weit, so gut. Sieht ja immer noch recht normal aus, denkt ihr euch. Pass mal auf. Jetzt können wir uns endlich diesen scheiß Fernseher kaufen. Passt da gerade so rauf, ne? Aber ist nicht so wild. Ist hier Maßarbeit, ne? Ich hier so sitze, zappe, habe ich in Armor, sehr gut. Lampen haben wir auch. Spotlight auf die Fab-Rolle. Und jetzt beschmücken wir den ganzen Bums hier natürlich noch ein bisschen. Wir sind modern. Wir haben natürlich das Bedürfnis einfach, den Laden auch so ein bisschen zu schmücken. Deswegen werden wir hier jetzt ordentlich Geld in die Hand nehmen und rote Quadrate an die Wand bringen. Das ist jetzt modern. Das macht man jetzt so...
Man wird die jetzt auch in Rautenform immer aufhängen. Könnt ihr zu Hause gerne auch mal ausprobieren. Ist einfach topmodern. Soweit, so gut. Das bedeutet, wenn ich hier sitze, habe ich natürlich auch schon gleich optisch wieder komplett was Neues. Jetzt haben wir natürlich hier die Idee gehabt mit dieser einen LED. Das ist auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Glaube aber trotzdem, man kann hier theoretisch noch mehr machen. Na, das ist mir alles hier oben noch ein bisschen zu wenig. Deswegen würde ich sagen, die ein oder andere LED-Lampe können wir hier definitiv noch anbringen. Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen Licht auf jeden Fall. Teppich. Hier ist gar kein Teppich. Hier so vier schöne Teppiche. Das ist doch ein absolutes Wohlfühlzimmer. Könnt ihr mir nichts erzählen? Einen kleinen glasigen Kühlschrank würde ich hier noch empfehlen. Neben die Couch stellen, ist doch ganz klar. Dann kann man den öffnen. Dann hat man hier natürlich seine Snacks und Drinks. Klare Kiste. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Hier werden hier noch zwei schöne Herdplatten mit auf den Tisch stellen. Da kann man dann entsprechend auch einfach sich nochmal was brutzeln. Abends vorm Fernseher. Ich finde, für so ein Kinderzimmer wird gerade neu geboren. Perfekt. So, hier noch schön was zu daddeln mit auf dem Tisch, aller. Ne, damit man hier auch ein bisschen zocki-zocki machen kann. Abends schön beim Bierchen, wenn man ein paar Freunde eingeladen hat. Gibt's auch gar keine Diskussion. Mikrowelle, auch nicht schlecht. So, als Special Gimmick werden wir hier noch so einen kleinen Saunaofen mit hinstellen, der hier natürlich noch für die heiße Stimmung sorgen kann, im Fall der Fälle, Alter. Ah, direkt vors Bett dann noch eine schöne Saunabank. Theoretisch kann man dann aus dem Bett direkt dann zum Schwitzen nach draußen gehen. Wir sind ja keine Unmenschen. Kinderzimmer ist natürlich da. Das bedeutet hier natürlich noch ein paar Kuscheltierchen mit dazu. Kann man hier nochmal so ein paar Esel kaufen, Alter. Geh mal her, die Dinger, die Lümmel da. Auf den Tisch legen wir noch ein schönes Handtuch mit drauf, falls es wirklich hot wird, ne. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Tresor. Man weiß ja nie, wann man anfängt, ne. So ein bisschen auf Schickimicki zu machen, oder kann man hier natürlich alles an Wertsachen direkt reintun. Color im Blumentopf, Alter. Ja, so eine kleine Pflanze, die macht sich ja, glaube ich, auch nicht schlecht. Sonst würde ich hier noch so einen kleinen Computer kaufen. Den kann man hier nochmal so ein bisschen mit an die Seite stellen. Per Wi-Fi, Wireless, Bluetooth, Alter, kann man auch direkt über den Monitor zocken. Leute, wir brauchen jetzt nur noch eine Maus und eine Tastatur. Zack, Tastatur ist da. Und Maus haben wir auch. Wir haben hier eine Sauna, wir haben einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, einen Herd, einen Computer. Wir können hier ordentlich wieder abfappen, Alter. Zum Abtupfen auch zur Not gerne mal ein Handtuch nutzen. Und Messerblock haben wir auch da, falls wir was schnibbeln müssen. Ich finde, das ganze Zimmer strahlt jetzt in einem ganz neuen Glanz. Wenn wir jetzt hier nochmal auf die vorherige Version gucken, Alter. Dann hat sich hier natürlich einiges getan. Ich hoffe, Bibi wird sich hier wohlfühlen. Ich hoffe, ich kann auch Familie Seifert hier so ein bisschen glücklich machen. Gut, wir haben jetzt hier den ein oder anderen Euro investiert. Aber ich würde sagen, unser Auftrag ist hiermit abgeschlossen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das wollt. Na, würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, tschüss.